Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu unserem Format Erfahrungen in der Alternativmedizin. Heute zu einem speziellen Thema, ein stetiger Blähbauch, einer, der einfach nicht weggehen will. Heute eingeladen, ein Kollege und Therapeut, Felix Perzel. Hallo, herzlich willkommen. Hallo Daniel. Also, erzähl uns von der Geschichte. Du hast ja da ein Thema, ein spezielles Thema. Viele, viele Menschen haben Blähbauch. Was war da dahinter? Ja, das Besondere an dem Beispiel war im Prinzip, dass die Klientin noch sehr jung war, Mitte 20, und seit Jahren schon verschiedenste Therapien gemacht hatte, weil sie neben Blähbauch auch verschiedene Unverträglichkeiten hatte. Sie hatte subjektiv wahrgenommen auch einen sehr hohen Stresslevel, also sie war sehr schnell und einfach gestresst. Dann versucht man natürlich erstmal diese einzelnen Bausteine zu sortieren. Das heißt, sie ging zu einem Therapeuten, der sie mental begleitet hat. Das hat aber nichts am Blähbauch geändert. Dann ist sie in die Richtung der Ärzte gegangen, über Blutbilder. Kam nur raus, dass immer wieder ein kleiner Eisenmangel war, aber nichts Besonderes. Hat aber auch keiner am Darmlabor gemacht, weil es immer hieß, braucht man nicht oder ist man nicht darauf spezialisiert. Dann die nächste Richtung, in Richtung einer Heilpraktikerin, die hat wiederum sehr, sehr intensiv Labore untersucht, für ein wahnsinniges Geld, im riesigen Umfang, um eben zu sagen, wir gucken mal, was dahinter steckt. Und die Lösung war dann eben in riesigen Mengen Nahrungsergänzungsmitteln, Infusionen und was weiß ich. Und der Erfolg blieb nicht aus, er war schon spürbar, aber der Aufwand war einfach riesig. Und für mich ist die Frage ist immer, was ist Erfolg? Für mich ist nicht Erfolg, wenn die Klienten eine Besserung spüren, sondern wenn wir sagen, okay, die Therapie ist beendet, die Klienten fühlen sich wohl und es bleibt so. Ne? Wenn nach 3 Monaten die Klienten wiederkommen, dann war es kein Erfolg, weil Erfolg ist, wenn man ursächlich arbeitet. Absolut. Und so hat sie schon einen Erfolg gespürt, aber der hielt nicht lange an. Irgendwann, als wir dich dann kennengelernt haben, bin ich eben auf sie zugegangen, habe ihr die Möglichkeit geboten, sich testen zu lassen. Und das Spannende war eigentlich, dass nach der Testung es gar nicht so viel zu tun gab. Das heißt, sie brauchte eben eine Repulslampe, um den Darm lokal zu energetisieren. Sie brauchte auch relativ wenige Stoffwechselkomplexprodukte, ich glaube vom Boost, Formega, vom Darm, aber relativ wenig. Die ausgetesteten Ursachen laut dir waren tatsächlich eben der Darm, der noch nicht im Gleichgewicht war, und die Leber. Und so hat sie eben im ersten Monat auch relativ wenig machen müssen. Damit haben wir sie im Prinzip auf dieser Stoffwechselebene abgeholt. Und das Spannende war, sie war sehr skeptisch, weil sie hatte sonst 20, 30 verschiedene Nahrungsergänzungen. Auf einmal kriegt sie nur 3 oder 4 verschiedene. Und dann war natürlich auch die Skepsis groß. Reicht das denn überhaupt? Ich scheine ja riesige Probleme zu haben. Und wir haben gesagt, probier's mal, es ist ja ausgetestet, es ist nicht aus dem Verstand, aus der Erfahrung, sondern es ist das, wo dein Körper in Resonanz geht, zu 100%. Und genauso war es auch, dass sie sehr, sehr schnell spürte, innerhalb von 2, 3 Wochen, dass es ihr deutlich besser ging. Und das Ganze hat sie auch mit der Repulslampe sehr, sehr stark gespürt. Zusätzlich haben wir sie auch auf der mentalen Ebene unterstützt mit einer Sitzung bei der Barnes-Therapie. Das Besondere dabei ist ja, dass in vielen Punkten wir eben ein mentales Thema lösen, rein mittels Komplexhomöopathie. Gleichzeitig können aber auch körperliche Themen dabei mit behandelt werden. Ja. Und das hat bei ihr super funktioniert. Es kam auch ein Thema raus, wo sie sich total mit identifizieren konnte. Und sie war nicht nur begeistert über deine Diagnostik, sondern auch, dass wir ihr da so ein, ich sag mal, in Anführungszeichen Paket anbieten konnten. Aus dem Mentalbereich, wie den Stoffwechselbereich, wie auch, dass sie über das Repuls zu Hause arbeiten konnte. Es war einfach. Und das war wirklich erstaunlich einfach. Das hat sie sehr gewundert. Nach 1, 2 Monaten war es wirklich gut. Sie war schon in der Prävention und es ging ihr fabelhaft. Ne? Sie war total baff. Sie hatte vorher eben auch Hautprobleme, Energielosigkeit, Müdigkeit. Das alles war deutlich besser. Auch die Unverträglichkeiten, die sich gemeldet hatten, waren viel, viel schwächer, bis sogar weg. Und dann war es so, dass sie sich nach 3, 4, 5 Monaten gemeldet hatte und sagte, boah, es ist irgendwie gerade wieder wahnsinnig viel Stress von außen und jetzt geht es mir auch wieder schlechter. Und dann kamen bei ihr natürlich die Ängste hoch, dass das Ganze jetzt wieder für die Katz war. Ne? Wieder viel gemacht und doch nicht ursächlich. Und da testete bei dir eben, dass die Leber gerade lokal ein Problem hatte. Sie hat dann den Repuls vom Darm auf die Leber verlagert und ich glaube, das Formleber und Leberdetox. Und nach 2 Wochen war wieder alles super. Also natürlich, ich sag immer, der ideal wäre natürlich, die Klienten marschieren raus,
sind ein Leben lang gesund und alles perfekt. Ja. Aber wir leben ja nicht im Reagenzglas. Ja, ne? Das heißt, es gibt einfach Faktoren, wie bei ihr ein massivster Stress, der dann drauf ging. Aber dadurch, dass wir genau testen konnten, wo war das Problem und die auch schon vorgearbeitet hatten, war das im Nu wieder gelöst. Und das hat sie sehr, sehr fasziniert. Es ist da wichtig, liebe Zuschauer, dass Sie verstehen, was die Red Bulls-Lampe gemacht hat. Und wenn man das versteht, versteht man auch, was war die Ursache denn bei dieser Klientin. Und das ist eigentlich ganz einfach. Es ist massiver Energieverlust im Darm. Das heißt, die Mitochondrien, die Zellen haben nicht richtig funktioniert. Da kann man dann kiloweise Nahrungsergänzungen schlucken, da kommt nichts an. Oder? Also das heißt, es ist nicht die Menge, sondern es ist die Qualität entscheidend. Das heißt, man muss die richtige Information bekommen und die muss dann stimmen und dann passiert's. Und der Körper hat ja sofort reagiert, oder? Und es ist ganz klar, vom Wesen von dieser Person ist sie wahrscheinlich, ich kenne sie ja nicht, habe sie nie gesehen, aber wahrscheinlich jemand, der etwas in sich reinfrisst, oder? Da unten nimmt's dann die ganze Energie weg, energetisch natürlich, und die Zellen fahren zurück und dann fängt das Thema wieder an, oder? Das heißt, deine Barnis-Therapie war genau das Richtige, weil sie muss ja gewisse Automatismen von der Denkweise, von der Lebensweise, von allem muss sie ändern, damit das nicht wiederkommt. Oder? Das heißt, diese Kombination war ja einzigartig von dieser Barnis-Therapie kombiniert mit dem Red Bulls. Ja. Und nur wenige Produkte. Wie viele Produkte insgesamt? Also im ersten Monat waren es 3-4 verschiedene. Eben das vom Boost, vom Darm, Formiga und ich glaube das vom Blut. Im zweiten Monat brauchte sie fast nur die Hälfte der Dosierung, brauchte glaube ich auch keinen vom Boost mehr, dafür das Leber. Also 2, 3, 4 verschiedene, aber sehr niedrig dosiert. Dann war sie schon in der Prävention, brauchte sozusagen nur etwas, damit es so bleibt. Genau. Und nach diesen 4 Monaten Pause, wo sie sich gemeldet hatte, waren es, glaube ich, 3 Produkte, das Formiga oder 4, das vom Blut, vom Leber und Leberdetox für einen Monat. Und dann war es wieder so gut. Ne? Also das war wirklich beeindruckend. Vor allem ist mir dabei auch aufgefallen, das ist so ein Paradebeispiel, viele Therapeuten, Ärzte, Heilpraktiker analysieren ein Labor in dem Glauben, da ist ein Mangel, den füllen wir auf und dann ist gut. Dann hat der Körper alles, was er braucht. Grundsätzlich nicht falsch, aber es reicht oftmals nicht. Und das hat meines Erachtens den Unterschied gemacht. Die mentale Komponente über die Barnes-Therapie, aber besonders wichtig, die Repulslampe, um auch organisch da den Darm zu energetisieren. Ganz, ganz wichtig. Und das hat meines Erachtens einen ganz großen Unterschied gemacht. Für genau. Wir haben viele solche Themen, wo die Repulslampe natürlich an einen Ort eingesetzt, die Energie wieder erhöht, ob jetzt das die Schilddrüse ist, die Leber etc. Es gibt fast nichts, was man damit nicht behandeln kann. Aber, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, nur bei Unterenergien. Ganz wichtig zu wissen, wenn man Schmerzen irgendwo hat, ist es eine Unterenergie. Auf der einen Seite und eine Überenergie auf der anderen. Und das ist auch in vielen, vielen Therapien wird das nicht genug berücksichtigt, dass man eben mit so einer Red Bulls-Lampe nur die Unterenergie behandeln muss. Und wenn man eine Überenergie hat, also auf eine überreaktive Schilddrüse, bitte nie eine Red Bulls-Lampe drauf tun, oder? Mhm. Bei Kopfschmerzen nie eine Red Bulls-Lampe bei Kopfschmerzen anwenden. Das wäre natürlich ganz sicher falsch. Was kannst du anderen Therapeuten empfehlen? Was ist deine Erfahrung mit solchen Sachen? Du hast ja Therapien gemacht, du wärst nicht eine Sekunde auf diese Art und Weise, auf diese Lösung gekommen. Richtig, ja. Das Besondere meines Erachtens, ich habe es ja gerade angesprochen mit den Heilpraktikern, ich habe genauso gedacht. Ne? Also ich habe nicht den Stein der Weisen gefunden und bin so viel schlauer und weiser als alle anderen, sondern ich war genau auf derselben Art und Weise, weil ich gesagt habe, ja logisch, wenn da ein Mangel ist, muss der aufgefüllt werden, fertig. Ob der Körper all diese 20, 30 Stoffe auf einmal aufnehmen kann, gab es für mich ja keine Möglichkeit zu testen. Also man hat gesagt, muss ja irgendwie funktionieren. Und erst durch die Möglichkeit, die wir mit dir haben, da zu testen, wissen wir ja ganz sicher, was braucht der Körper, was will er vor allem, wie lange will er, welche Dosierung, also wirklich punktgenau. Und da kann ich nur vielen anderen Therapeuten zu raten, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, weil es wirklich eine auch deutlich größere Leichtigkeit gibt. Es gibt eine Sicherheit. Wir wissen genau, können wir diesem Klienten helfen oder nicht? Wie viel Aufwand ist es? Wie lange dauert es? Und
Bisher war das logischerweise ein, wir probieren es mal aus. Jetzt können wir genau sagen, wir testen monatlich. Dadurch bekommen die Klienten eine aktualisierte Therapie. Das schafft auch Vertrauen und Sicherheit bei den Klienten, weil auch bisher es immer nur möglich war zu sagen, nehmen Sie es mal 6 Monate und dann machen wir ein neues Labor. Oh, jetzt haben wir zu viel das oder immer noch zu wenig das. Jetzt müssen wir umstrukturieren. Man hängt immer hinterher. Und die Kosten, das, oder? Und die Kosten. Ganz ich glaube, die sind ganz woanders. Ja, absolut. Klar, der Test ist ja kostenlos. Genau. Ja. Der kinesiologische Test ist ja kostenlos. Genau. Und du bekommst einfach die Information, auf was, dass du reagierst, oder? Genau. Es war für dich ja auch ein Umlernen, oder? Absolut, absolut. Wie du weißt, bin ich ja ein sehr skeptischer, aber sehr offener Mensch. Das heißt, bei allem, was mir begegnet, bin ich grundsätzlich sehr offen und schaue und höre mir alles an. Aber natürlich ist auch eine gesunde Skepsis dabei und das ist auch wichtig, meines Erachtens. Und war ich ja auch sehr oft bei dir. Wir haben uns zuerst testen lassen, haben uns behandeln lassen, haben mit den ersten Klienten gesprochen, möchten sie das mal ausprobieren. Und von Anfang an hatten wir wirklich großen Erfolg. Und das ist der eine Punkt, den ich gerade auch erwähnen möchte im Punkt und mit anderen Therapeuten, dass wir einfach die Sicherheit haben, genau zu sagen, was fehlt den Klienten und was ist die Lösung. Aber auch Nummer 2, uns erreichen mittlerweile Klienten aus ganz Deutschland, aus Österreich, aus der Schweiz, die auch nicht unbedingt immer die Möglichkeit haben, 3-mal die Woche zu uns zu fahren. Aber mit Lösungen wie dem RiveTech, mit dem Repuls und so weiter, haben diese Klienten einfach eine tolle Möglichkeit, zu Hause zu arbeiten. Und das ist der zweite Punkt, wo wir von der Zusammenarbeit sehr profitieren, weil die Klienten merken, es geht ihnen wirklich besser. Und sie müssen nicht ständig hunderte Kilometer dahin fahren. Es gibt Ausnahmen, wie jetzt beispielsweise diese Barnes-Therapie, aber da brauchen wir eine Sitzung. Dafür kommen die Klienten sehr, sehr gerne. Wir nehmen uns immer sehr viel Zeit und sehr bewusst viel Zeit für die Klienten, weil das heutzutage sehr selten geworden ist. Und genug Zeit zu haben. Ja, genau, damit haben wir wirklich eine tolle Möglichkeit, auch vielen Menschen außerhalb unserer, ich sag mal, örtlichen Reichweite zu unterstützen. Also du hast auch ein wirtschaftlichen Erfolg seit, dass du so arbeitest. Das heißt, deine Art zu arbeiten hat sich rumgesprochen. Absolut, absolut. Also ich würde sagen, Stand jetzt haben wir 30-50% unserer Klienten, die tatsächlich uns aus ganz Deutschland erreichen, aus Hamburg, aus Berlin, aus Düsseldorf, aus Bielefeld. Viele Menschen, die mir auch die Rückmeldung geben, wenn ich unser Konzept erkläre, wie wir mit dir zusammenarbeiten und eigentlich synergistisch uns ergänzen, ne? Du hilfst uns und wir unterstützen die Therapie durch unsere Maßnahmen, dann sind die Klienten total baff und sind total glücklich. Das heißt, für mich ist es vor allem auch qualitativ ein ganz anderes Arbeiten, weil es oft Leute sind, wie diese Dame, die seit Jahren ja ein Problem hat, die nach Lösungen sucht, die auch gerne bereit ist, Geld, Zeit und zu investieren, aber sie spürt keine Besserung. Und damit hat man einfach auch viel zufriedeneren Klienten, und damit macht das Arbeiten auch viel, viel mehr Spaß. Ne? Ich frage jetzt mal umgekehrt, wie viele Labore musst du noch machen? Keins. Das ist eben der große Vorteil. Ne? Du machst gar keine Labore mehr? Null, gar nichts. Weil es einfach nicht mehr nötig ist. Ne? Natürlich haben wir auch Klienten, die sich nicht von dir testen lassen möchten. Aber auch da haben wir mittlerweile andere Möglichkeiten, denen zu helfen. Ich bin da immer sehr offen und authentisch. Ich gebe den Klienten einfach die Möglichkeit. Die meisten nehmen es in Anspruch. Und dann brauchen wir keine Labore, weil wir genau wissen, was will der Körper und was will er nicht. Im Prinzip ganz einfach. Klar, also wenn es nichts braucht, was stoffwechseltechnisch jetzt nötig ist und was nicht jetzt in eine chronische Krankheit führt, dann hast du als, jetzt darf ich dir ja gratulieren, du bist jetzt Naturarzt, oder? Oder wie sagt ihr in Deutschland? Heilpraktiker. Entschuldigung, wir sagen Naturarzt. Ja. Heilpraktiker. Gratuliere dir hier in der Sendung hochoffiziell zu diesem Titel, oder? Aber ist ja super. Also du hast ja Ausbildungen, wie viele Tausende von Stunden Ausbildung hast du? Das ist ja wahnsinnig. Oder? Ich habe es nie zusammengezählt, aber ich kann Ordner mittlerweile füllen. Es müssen mehrere tausend Stunden sein, ja klar. Ich weiß es selber, ich habe irgendwo um die 5000 Stunden Ausbildung gemacht. Das musst du noch viel mehr gemacht haben wie ich, weil du noch viel mehr Berufe gelernt hast. Ja, auf der Suche des Ganzen ist es ja auch ein Entwicklungsprozess. Ja. Ne? Gerade auch für Therapeuten. Ich wäre nie vor 3-4 Jahren bereit gewesen für dieses Konzept, weil es einfach auch darum geht, da rein zu wachsen letztendlich. Mhm. Und wir sind ja alles nur Menschen, egal ob Klienten oder Therapeuten, und wir alle entwickeln uns irgendwo dahin. Gut, herzlichen Dank, Felix, für die guten Worte und Schlussworte. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer,
Dieses Beispiel soll zeigen, dass eine solche Zusammenarbeit für viele Klienten einen doppelten Nutzen ist. Einerseits natürlich, dass wir die Geschichte lösen können, aber andererseits auch die Kosten, die können wir massiv senken in dieser Kombination. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man einfach mal versteht, dass nicht nur das, was im Körper sichtbar ist, das Problem machen kann, sondern die Information dazu. Und wenn ich die Information kinesiologisch teste, kann ich dieses Wissen dann jedem Therapeuten weitergeben und er kann davon nur profitieren. Besten Dank, schönen Abend und bis bald, auf Wiedersehen.